Faszination Nordseeküste. Wir sehen den Leuchtturm Westerhebersand im Sonnenuntergang mit dem Schafshügel. Das Wattenmeer und die Spuren der Gezeiten. Je nach Tageslicht verändert sich das Farbenspiel im Watt. Der neue Bildband Faszination Nordseeküste mit über 200 großen Luftbildern von Martin Elsen. Die Sylter Nabelschnur ist der Hindenburgdamm. Mit einem Autozug geht es auf die Insel. Das Wattenmeer vor Büsum mit den Salzwiesen und den rot gefärbten Rippeln kurz vor Sonnenuntergang. Die Insel Sylt auf einen Blick, vom Lister Ellenbogen bis hin nach Hörnum. Die Hörnumer Odde. Die Stürme spülen gerade sehr viel Sand ins Meer. Mit dem Blick von Westerland raus auf die Nordsee. Ein Windpark in den Wolken im Abendlicht. Die grüne Insel Föhr. Sie liegt bei Ebbe mitten im Watt. Wir fliegen weiter an den Strand von St. Peter-Ording, wo zwei Reiter die Einsamkeit genießen. Wir blicken über den gesamten Strand von St. Peter-Ording. Die Gaststätte 54 ist ein einmaliges Ausflugsziel am Strand von St. Peter-Ording. Sie ist mal im Meer, mal am Strand. Die Rettungsbarke auf Süderoog-Sand mit ihrem langen Schatten. Das Wrack des Dreimasters Ulpiano. Das Schiff sank Heiligabend 1870 auf der Jungfernfahrt. Die Insel Pellworm. Die Fähre fährt von Nordstrand mehrmals täglich im Pendelverkehr. Die Halligen von Pellworm im Sonnenuntergang. Gut zu erkennen ist Pellworms Fähranleger. Die Hallig Langenes. Mit 10 Kilometern ist sie die längste der Halligen. Das Herz der Nordsee ist die Hallig Süderoog. Bewohnt wird sie von einer Familie. Wunderbar im Schatten zu erkennen ist die Kugelbarke von Cuxhaven. Das Tor zur Nordsee. Malerische Morgendunst, ein Containerschiff auf dem Weg zur Nordsee auf Höhe von Stade. Hamburg am Hafengeburtstag. Viele Schiffe sind angereist. Die Hamburger Alster malerisch im Sonnenuntergang. Im Oktober findet die letzte Regatta des Jahres statt. Helgoland, Deutschlands einzige Hochseeinsel. Sie gehört zu Pinneberg und man kann hier zollfrei einkaufen. Ein Krabbenkutter bei voller Fahrt. Die Möwen versuchen, ihren Anteil abzubekommen. Ein Blick auf die Weser. Wir sehen die schöne Altstadt von Bremen. Der Leuchtturm von Dorum-Oberebersand. Hier wird gerne im Trauzimmer geheiratet. Wilhelmshaven am Jadebusen. Hier sind viele Marineschiffe stationiert. Der Leuchtturm Hohe Weg ist wunderbar gelegen. Er ist der älteste Leuchtturm in der Außenweser. Durch seine tolle Architektur ist er wohl Deutschlands bekanntester Leuchtturm. Die Windjammerparade beim Wilhelmshaven Cup. Sie findet jedes Jahr von der Weser bis zur Nordsee statt. Da kommt man in Schwärmen. Wangerooge und Spiekeroog im Gegenlicht. Das nennt man Karibik an der Nordsee. Wangerooges alter Segelhafen, ein gern genutzter Geheimtipp der Segler. Wangerooge, die Insel mit rund 1200 Einwohnern, ist die östlichste der bewohnten ostfriesischen Inseln. Die Fähre verlässt den Spiekerooger Hafen bei Ebbe auf der Fahrt Richtung Neuharlinger Siel. Der alte Wasserturm auf der Insel Langeoog, eines der Wahrzeichen dieser schönen Insel. Die Insel Langeoog ist gut zu erkennen. Stets verändert sich der Strand an der Westküste. Die Insel Norderney ist einer der meistbesuchtesten Inseln der ostfriesischen Küste. Das Wattenmeer ist ein Schlickbaum in der Nordsee und ist in Deutschland, Holland und Dänemark durch das Weltnaturerbe geschützt. Die Insel Jüst mit ihrer unbewohnten Naturschutzinsel Memmert. Im Vordergrund die Sandbank Kachelot-Plate.
Die Insel Borkum ist die westlichste der ostfriesischen Inseln. Sie ist 32 Quadratkilometer groß. Der Offshore-Windpark Nordagründe im Morgengrauen. Wenn Sie neugierig geworden sind, dann warten weitere 160 tolle Luftbilder im neuen Bildband Faszination Nordseeküste auf Sie.